Ja, in Buchholz sind wir. Und zwar beim TSV Buchholz 08. Nabil Toumi ist bei mir, Trainer der ersten Herrenmannschaft. Und da fangen wir erstmal, denke ich mal, mit dem Positiven an. Saisonverlauf, wie siehst du das? Eigentlich, ihr steht Platz 10, steht ihr ja vernünftig da. Ja, also vom Saisonverlauf nach dem doch nicht ganz so leichten Start haben wir uns gefangen. Und ja, mittlerweile kann man sagen, es ist okay. Aber diese Auf- und Abbewegung, die wollten wir eigentlich so nicht. Und was ist euer Ziel? Wo willst du hin mit der Mannschaft, so tabellenmäßig? Was glaubst du, was ist drin? Naja, Tabelle ist uns eigentlich egal. Natürlich wollen wir nicht irgendwo ganz unten landen. Wir wollen das Maximum rausholen und natürlich auch mal so einen Gegner wie heute versuchen, dass wir auf Augenhöhe sind, was wir gerade im Augenblick gegen diese Teams von oben nicht schaffen. Und deswegen ja, sind wir da wahrscheinlich im Mittelfeld im Augenblick einfach zurecht. Ja, genau. Also heute war der TSV Sasel da. Muss man sagen, in Hamburg im Moment Nummer 1, glaube ich, ganz oben in der Tabelle. Und die haben aber auch richtig ausgebufft gespielt. Wie hast du das Spiel gesehen, erste Halbzeit? Also wie die spielen, war kein großes Geheimnis. Wir haben genug Videomaterial und Szenen. Also das ist das, was mich einfach so dermaßen ärgert. Das, was gespielt wurde vom Gegner, war uns komplett bewusst. Okay. Und das, wo ich nach 45 Minuten oder wir als Trainerteam nach 45 Minuten einfach sehr, sehr, sehr sauer bin, dass wir trotzdem, wir wissen, wie gespielt wird, in welchen Räumen gespielt wird, wo die Überzahl geschafft wird, nicht in die Zweikämpfe kommen. Und das ist einfach heute, muss ich sagen, eine läuferische Thematik, die wir in der ersten Halbzeit eklatant schlecht gemacht haben. Genau, und dann gab es einen Gegner, der wirklich seine Chancen reingemacht hat, auch gut reingemacht hat. Und dann stand es plötzlich 3-0, weil die ersten 30 Minuten war ja okay. Die haben ja nicht viel gehabt, die haben Überzahl gehabt. Aber dann haben sie auch erbarmungslos zugeschlagen und dann war irgendwo das Spiel entschieden. Ja, man muss aber auch sagen, ja, die haben keine große Torchance gehabt bis zur 30. Aber wir haben keinen Druck auf den Ball bekommen und sind halt permanent am Rennen gewesen und mussten Löcher stopfen. Also ich würde mal sagen, die ersten 2-3 Spieler waren schon in Sauerstoffnot in der 30. Und dann passiert es halt, dass ich dann bei ein, zwei entscheidenden Situationen danach nicht hinkomme. Also das 3-0 zur Halbzeit ist schon in der Deutlichkeit, auch wenn es jetzt vielleicht 4 Situationen waren, aber es ist ein klares Ergebnis und es ist auch zu Recht klar gewesen. Ja, okay. Wie kriege ich dich jetzt motiviert? Es geht weiter. Das ist ja das Gute beim Fußball. Es geht weiter und ihr müsst wieder ran. Ne? Wann spielt ihr wieder jetzt? Wir spielen Dienstag schon. Deswegen, ja, erstmal heute versuchen, das Ganze entspannt ausklingen zu lassen. Vor allen Dingen die Jungs. Also wir im Trainerteam sind, glaube ich, bedient. Dann durchatmen und Dienstag geht's nach Paloma. Paloma. Und wann ist nächstes Heimspiel? Hast du auch im Kopf? Sonntag wieder. Also alle in die OKK kommen. Dann ja, kommt gerne vorbei. Wird vielleicht funktioniert es mit. Und dann ist auch der Trainer dann richtig glücklich, weil dann gibt es 3 Punkte. Das wünsche ich dir. Ja. Um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir. Und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an. Und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns. Wir sehen uns.